Und das Rennen ist gestartet, das sechste, und da sind alle gut weggekommen. Nicht ganz so gut ist Indecortable weggekommen. Kommando ist gegangen an Gaius Diamant. Dahinter Yankee Warden aus dem zweiten Band ruckartig nach vorne gekommen. Dritte Position für Gaius Diamant. Und davor haben wir noch Iman Bey vor allen Dingen. Feld geht durch den ersten Bogen und da sind alle an der Innenkante wie an der Perlenschnur aufgereiht. An der Spitze ist Gaius Diamant. Gaius Diamant mit der Führung gegen Yankee Warden und Iman Bey. Die ersten drei Mitte gegenüber ist passiert. Drei Gaius Diamant weiter an der Spitze. Hat das Kommando, führt das Feld nun in den Lopabogen. Nein, 30-0 war die erste Zwischenzeit aus dem Band. Naturgemäß etwas langsamer. Die ist jetzt bestimmt schneller. 22-2. Im Bogen dahinter in zweiter Position. Hinter Gaius Diamant, wie gesagt, Yankee Warden, Iman Bey. Dann sieht man Charome in vierter Position vor Scott Gistro. Grand Victory. Und dann bemüht sich auch Indecortable um den Anschluss an das Feld, hat diesen Anschluss hergestellt. Es geht an der Startstelle vorbei und weiter an der Spitze ist Gaius Diamant. Gaius Diamant mit der Führung geht als erster auf die Schlussrunde. Es geht auf die letzten 1000 Meter. Gaius Diamant führt. Yankee Warden bleibt dran, dann Iman Bey, das sind die ersten drei. Dahinter orientiert sich Charome nach außen, am Ende des Feldes weiter Indecortable. So geht es durch den vorletzten Bogen bereits und Gaius Diamant steuert als erster die Überseite an. 21,5 die Zwischenzeit. Gaius Diamant, Yankee Warden in zweiter Position vor Iman Bey, dann Charome, Fazit an, Grand Victory. Und vom Ende wird jetzt Indecortable eingesetzt, versucht sich hier zu verbessern und kommt zunächst einmal in die vorletzte Position. 500 Meter sind es aber auch nur noch bis zum Ziel. Und im letzten Bogen ist Gaius Diamant vorne. 20:3 die Zwischenzeit. Gaius Diamant, jetzt kommt der Einsatz von Charome. Durch den letzten Bogen, Charome setzt hier außen und nach. Gaius Diamant ist vorne. Gaius Diamant, aber Charome wird immer stärker. An der Innenkante versucht es Iman Bey. Es geht um die letzte Ecke. Die Pferde sind in der Distanz und da geht Charome nach vorne. Charome im Vorteil. Charome, Gaius Diamant auf der Open Stretch, Yankee Warden, Charome im Vorteil. Charome, innen kommt Yankee Warden noch einmal sehr zügig. Charome, Yankee Warden kommt, aber Charome gewinnt gegen Yankee Warden. Außen ist Iman Bey dabei, dahinter dann Gaius Diamant, Indecortable.